Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Fichtal. Ja, Sascha musste jetzt kurz weg. Macht nichts. Mache ich trotzdem da ohne ihn weiter. Die Ballen hat mir jetzt endgültig abgeladen bei mir im Hof für die Schafe. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, habe ich in der letzten Folge oder vorletzten, na war noch letzte Folge, habe ich mir ein Waldstück gekauft. Was ist mit dem Tempomat? Also, Tempomat ist nicht aufgeschalten. Dann ist klar, dass da nichts geht. Ah, wie mit dem Tempomat. Wie schnell fährt denn der überhaupt? 50 passt, okay. Habe ich mir ein Waldstück gekauft. Und zwar dort oben. Neben der 55, rechts davon. Weil ich ja sonst jetzt keine Arbeit mehr habe. Dachte ich mir, okay, gehen wir auf Forst. Und Holz gibt gar nicht so schlecht Kohle. Wie es zumindest in der Liste drin steht. Das können wir dann nachschauen, wenn ich beim Händler unten bin. Ich soll euch zeigen. Sonst baue ich garantiert wieder einen Unfall. Das will ich jetzt sicher nicht haben. Uapala. Das war jetzt auch nicht besonders das Geld von mir. Ich habe mir auch den Forstanhänger gekauft, einen ganz kleinen. Dass ich zumindest irgendwie die Baumstämme zur Verkaufsstation bringe. Hoffentlich, dass ich da jetzt einiges an Kohle schaffen kann. Und wenn es ist, sogar kaufe ich mir noch ein Waldstück und rode dort auch alles ab. Wird zwar. Ich muss ja auch gleich dazu sagen, Forst ist eigentlich nicht unbedingt mein Fall. Aber was soll man machen? Es gibt hier auf Fichtal genug und gut Kohle. Was anderes kann ich nicht machen. Maschinen kann ich auch nicht wirklich noch mehr was kaufen, wenn kein Geld vorhanden ist. Also was bleibt bei mir dann? Obla. Daher. Jetzt kann ich es euch zeigen schnell. Und da. Den Spitz darauf. Das sind etliche Bäume. Und zwar für Holz. Schaut die Preislage so aus. Und das permanent. Ist nur das bisschen Unterschied. Also, Vorshop. Jetzt kommt es mir erst das AdBlue, hat er noch mit aufgenommen. Oh Gott. Realismus pur! Ach ja, so ist das. Was haben wir heute überhaupt für einen Tag? Dienstag, okay, Dienstag. Da muss ich Nachmittag, wahrscheinlich jetzt am Vormittag noch ein paar Folgen aufnehmen. Am Mittag ist dann eh bald. Nachmittag habe ich zu Hause noch ein paar Arbeiten zu erledigen. Vielleicht dann am Abend. Mal schauen, ob ich dort einen Livestream mache. Beziehungsweise vielleicht mit einem anderen Freund mal wieder Stranded Deep zocken. Da habe ich auch bisher zuerst leider ein Video geschafft zum Raufladen. Weil wir sonst leider noch nicht mehr dazu gekommen sind. Zum Zocken. Katastrophe. Upala, rückbleiben. Gut, gut, gut. Dann läuft das mal so und so. Die Schafe sind gefüttert. Grasballen liegen in der Nähe. Ja, ich habe sonst nichts zu machen. Feld habe ich mir soweit noch keines gekauft, bis auf die eine Wiese. Die habe ich aber schon abgeerntet. Ballen draus gemacht. Ah, genau. Ha. Gut, dass ich jetzt drauf komme. Sascha wird mir vermutlich dann bald einmal. Mal schauen, ob er mir schon die Rechnung gestellt hat jetzt oder nicht. Das muss ich jetzt nachschauen. Ich hoffe, dass er nicht überdrüber was verlangt hat dafür. Ne, hat er noch nicht. Okay. Die letzte Folge hat es nur mal angesprochen, dass er eine schreiben wird, aber hat es noch nicht gemacht. Bin ich ja noch beruhigt. Ich
schaffen das mit dem Holz jetzt dann wirklich einiges an Kohle runterkommt. Weil sonst wird es nichts. Ich hab's gewusst. Ja, der steht noch da drüben. Ich weiß nicht, ob er seinen Trecker Motor abgeschaltet hat oder nicht. Ich muss jetzt da rein. Darüber. Da geht's rauf. Hey, mal schauen jetzt, ob das schon ab da gilt oder nicht. Also das gehört ja sowieso zum Hof dazu. Ja, siehst du. Das heißt, oder sehr gern. Seh nix. Dann sind wir ziemlich tief unten abschneiden. Schauen wir mal, wo er hinfällt. Er fällt gar nicht um. Na, super. Schauen wir uns da noch. Ob er hier wenigstens umfällt. Sonst muss ich halt mit dem Trecker einmal kurz ranfahren. Und dann fällt er bestimmt um. Aber der fällt natürlich wieder da nach oben. Du darfst diesen Baum nicht fällen. Haha, witzig. Nur weil jetzt über ein anderes Grundstück steht. Ich glaube, ich werde verrückt. Nur weil jetzt woanders oben liegt. Boah. Das war jetzt aber so eigentlich nicht geplant. Dass das so passiert? Kacke. Naja, bleibt mir eh nichts anderes übrig. Aufstützen. Anarbeitskamera. Nö, ich war gut anbringen. Das ist eine aktive Entladeseite. Aha. Bitte verurteilt mich nicht, sechste Forst. Ich hab, weiß nicht, ob ich insgesamt schon 20 Ballen, 20 Bäume im LS gefällt habe, beziehungsweise und dann mit einem dementsprechenden Holzwagen aufgesammelt habe. Und weggebracht habe. Ich wage es zu bezweifeln. Wieso packst du jetzt wieder? So läuft's. Jetzt geht's. Wow. So der Nachteil, dass ich den Kleinen genommen habe. Wow, balla. So, nach unten. Zusammen nach unten und zip. Nein, bitte. Nur halt rate nicht so viel ein, hä? Nein, das gefällt mir. Das gefällt mir. So, und jetzt? Bevor es wieder länger kann, die aufschneiden. Der hat ja nicht so viel drum, gell? Ich hoffe, dass das reicht. Man reichen tut sicher. Na, siehste. Ist ja jetzt gut gelaufen. Wenigstens mal irgendwas. Und hoppala. Machen wir halt auf gut Glück. Ich bleibe nichts anderes übrig. Das ist das erste Stück.
Oh, das geht sogar aus. Er hat ja da Stützen zum Ausfahren. Wenn wir das andersrum machen. Laden starten. Hä? Ich glaube, ich bin. Verdammte Scheiße, das macht das Leben viel schöner. Und zwar so viel schöner. So nicht. Kann nicht mehr aufnehmen. So funktionieren, dass ich will so, ich würde mich so eine freuen. Kann ich jetzt echt nicht mehr aufladen? Das gibt es ja noch mal nicht. Ich kann ja nicht nur so wenige aufpassen. Er ist mir bewusst. Und weiter. So, wird das so klar, dass das kleine Stück wieder nicht geht. Laden starten. Na bitte. Nur bin ich bei dem wahrscheinlich blöd neben gestanden. Ha? Kann das sein? Kann das sein? Na, den großen nimmt man nicht. Aber nur wieso nicht? Wieso nimmt er jetzt den großen nicht mehr? Ich bin schon mal froh, wenn das da mit Autolaut funktioniert. Den einen Baumstumpf, den nehme ich halt später dann. Vermutlich, dass der ganz unten hingehört hat. Jetzt muss ich den Blödsinn wieder. Okay. Ja, umschalten. So, hier. Darunter. Aufmachen. Na, runter. Nicht drauf. Und zwar. Weiß ich jetzt so. Ja, das geht. Das geht irgendwie. Dann nehme ich halt selber mit auf, das ist ja scheißegal jetzt. Opa. Schön sachte, Junge. Schön sachte. Und jetzt? Funktioniert auch nicht. Ein bisschen zuziehen, ein bisschen auf. Und jetzt können wir es reinlegen. Super, das funktioniert. Weltklasse. Dass ich den Scheiß so selten mache. Hat das jetzt gar nicht so schlecht funktioniert. Bin stolz auf mich. So viel Eigenlob ist auch nicht das Beste, oder? Weil noch ist das Holz nicht verkauft. Wenn es verkauft ist, dann okay. Aber früher hilft es leider nichts. Okay, das war der falsche Baum. Welchen Baum habe ich denn da gefällt? Den da. Oder? Ja, genau, der war's. Ach ja. Stücke nach, Stücke nach, Stücke nach. Noch ein Stück. Ja, stopp.
Bleiben wir mal so stehen. Hey, du musst da stehen bleiben. Was ist denn? Also. Wenn da halt nicht alles so bewachsen wäre. Schaut euch das an. Da sehe ich mir nicht einmal ansatzweise mehr, dass da ein Baum liegt. Was? Das ist alles jetzt klar? Geh. Okay. Wieso? Aktive Endladeseite, ne? Abladen will ich auch nicht. Das ist auch nicht. Das war ja da drinnen wieder. Aber wieso passt das wieder nicht? Ich check's nicht. Okay, wir haben das jetzt angebracht. Das ist nur die. Das war irgendeine Kamera. Objekt zu schwer. Ja, na eh klar. Aha. Dann switchen wir jetzt mal so hin und her zur Sicherheit. Passt. Sicher ist sicher. Oh Gott. Bist du wahrscheinlich hart schwer, gell? Nein, nicht einmal. Das gefällt mir. Wenigstens die aufhören kann. Nee. Na bitte. Jetzt holt sie es nicht aus. Jetzt holt sie es aus, noch ein Baum? Ja, eigentlich schon. Aus den ganzen Plätzen noch auf, ich kriege wieder. Na, schauen wir mal. Das ganze Gestrüpp, oder das irgendwie werden wir das schon wegbringen. Der Mulch kann nochmal drüber fahren, oder beziehungsweise mit der Malerei funktioniert das sicherlich auch. Brr, 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 brr. Bitte verurteilt mich nicht wegen dem blöden Baumfall. Ja, mach das so, sollten. Der Baum war halt am interessantesten, wenn der da umgefallen hat, oder? Und zwar, und genau in der Richtung. Nein! Will weiter, bitte! Naja, hilft dir ja nichts. Schaut dir jetzt, glaube ich, einmal nicht so blöd aus, oder? Kann man denken lassen. So halbwegs. Oh, stopp. Er ist auf jeden Fall in der Hinsicht richtig gefallen, weil ich ihn da auf jeden Fall beorten kann. Das ist immer klar. Da ist er aus, also los ist mir wegschneiden. Daher geht's mal sicher. Naja, haha. Naja. Jetzt ist nur die Frage, ob wir den Bloch daheim können. Dagegen hätte ich mal nichts. Schauen wir das. Umdrehen, nieder, runter. Also die Längen passt einmal auf jeden Fall. Das war's einmal. Die Längen machen mir keine Sorgen. Weiter.
Gewicht. Ja, geht sich aus. Das war mein größeres Problem. Dass ich mit dem Gewicht nicht mehr zusammenkomme. Ja, wir haben ja einen McCormack, der hält die Spur. Dem macht das Gewicht gar nichts. Da kann das auch schon mit seinen Fenchern einpacken. Nee, Schmäh. Spaß beiseite. Stärkste Traktoren sind natürlich die Fans von der Bauart. Kann man machen, was man will. Nur bei manchen Sachen helfen dir halt leider die großen Traktoren auch nichts. Wenn du mit denen nicht, beziehungsweise nicht umgehen kannst oder auch. Das geht sich gerade nicht aus, verdammt. Wieso hänge ich da am. Ich höre das Rad. Was muss denn jetzt überhaupt, ne? Also ich muss sowieso zurückfahren. Also ich muss seinen scheiß Lohner wegnehmen wieder. Und jetzt brauche ich es nicht mehr. Glaubst mir, das ist die letzte Folge für euch, dass ihr mir da so leiden seht mit Holzarbeiten. Das werde ich dann selber mal fertig machen, ohne oder weitermachen zumindest, ohne dass ich im Video die Aufnahme starte. Aber spätestens beim Holzverkaufen, dort werde ich wieder aktivieren, die Aufnahmetaste. Und dann seht ihr zumindest die interessantere Sache, wie viel Kohle mir das Holz gibt. Nein, nicht so weit dran, andere Seiten, andere, ja genau so. Und, ne, stecke noch. Da noch ein Stück, da noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Fertig. Stopp. Perfekt. Ich komme doch von da oben nicht runter. Das ist ein Wahnsinn. Ich verstehe es nicht. Wieso? So, wo sind die Asteln? Asteln. Abernten. Tack. Bitte. Den anderen Ast da, Rolli, weg. Danke. Irgendwo war, glaube ich, noch einer. Ja, da zum Beispiel. War da nicht auch noch einer? Nein, den habe ich nicht erwischt. Supi. So, da bist du alles gefällt. Fertig aus. Boah, der wird ein bisschen Leberlänge haben. Super. Und ganz leichte Überlänge, ne? Aber macht ja nichts. Rückblick. So, den einen will ich noch raufhauen. Und dann war's das mal fürs Erste wieder. Wenn es euch gefallen hat, was ich weniger bezweifle, dann mir und Forst zuschauen, keine gute Idee. Wie ihr mitbekommen habt, das ist echt nicht meins. Und zwar überhaupt nicht. Und dann irgendwie dort schnell draufsetzen, aufmachen, wie immer in der Nav. So, passt. Hoch damit, ganz schnell. Spannend, gut einbringen. Gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und kostenloses Abo natürlich, würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, Servus.